nicht. Das sind diese schnellen Aktionen des Russen. Vor allen Dingen, wenn Hook das Ziel verfehlt und dann durch die eigene Bewegung außer Kontrolle gerät, muss er aufpassen. Schöne Rechte nochmal. Hat noch nicht allzu viel gemacht, Marco Hook in dieser vierten Runde. Müsste jetzt wieder ein bisschen mehr tun, müsste mal einen kleinen Zwischenspurt einlegen. Rechte nachgeschlagen, Lebedev auf der Flucht, aber auch nicht richtig getroffen. Immerhin, das hat Eindruck gemacht, auch bei den Punktrichtern. Linke zischt vorbei. Er ist gefährlich, dieser Lebedev. Man muss immer den Kopf abdecken mit der rechten, dann aber auch den Arm mal wieder runterziehen, um diese Körpertreffer zu vermeiden auf die Leber. Da muss man aufpassen. Bisschen sollte er jetzt noch tun. Vielleicht die letzte Aktion in diesem vierten Durchgang auf Seiten von Hook. Das wäre gut. Eher ein halbherziger Hook, bemüht und gewarnt genug. Nochmal eine gefährliche Linke von Lebedev zum Schluss dieser Runde. Es bleibt ein offenes Match und dann, es wird nicht mehr angezählt. Andrea Berg, Lieblingssängerin von... Das ist auf jeden Fall kein Mann, den er einfach so überrollen kann. Er hat zwei sehr, sehr schwere Gegner geboxt. Jetzt trifft er ihn mal mit der rechten wieder. Das ist bisher die beste Waffe von Marco Hook. Diese ansatzlos geschlagene Rechte, die kommt hier nochmal. Aber sie ist bisher nicht stark genug gewesen, um den russischen Herausforderer entscheidend zu erschüttern. Gegen Ofalabi und gegen Ramirez, als er Weltmeister wurde, hat der Gegner ähnlichen Kalibers vor den Fäusten gehabt. Immer dann ist die Anspannung bei Uli Wegner besonders groß. Aber Hook hat solche Situationen meistens zur Überraschung seines Lagers ganz gut bewältigt. Aber jetzt ist er in Not. Kann er eine Antwort geben, noch in dieser sechsten Runde. Lebedev ist der Offensivere. Und der schlaghärtere Mann, jetzt mal eine Rechte wieder durchgezogen von Hook. Er soll des Öfteren aus dem Gegenangriff heraus agieren, jetzt zum Beispiel. Am Seil, aber nur kurz gestellt, und Lebedev macht nach wie vor einen fitten Eindruck, den Eindruck eines Mannes, der den Überblick bewahrt, der in jeder Situation weiß, was er zu machen hat, wie er sich zu verhalten hat. Linke zum Körper, unten geschlagen von Lebedev. Wieder kurz rechts angeboxt, dann links unten auf die Leber gezielt. Sekunden jetzt noch für Marco Hook, um sich vielleicht mal wieder eine Runde zu sichern. Das täte der Finale zu laufen. Drei, vier Mal ist ihm das nicht gelungen. Jetzt wieder, aber das ist eine schwere Linke von Lebedev. Da muss man aufpassen. Er ist angeschlagen. Die hat Hook beeindruckt, diese Aktion. Er kann ja einiges vertragen. War noch nie richtig am Boden. Bei seinem ersten verlorenen WM-Kampf um die IBF-WM gegen Cunningham nahm ihn Gegner kurz vor Schluss aus dem Kampf. Gute Rechte von Hook. Henry Maske hat es gesagt und Uli Wegner hat es auch eingefordert. Er muss diesen Kampf jetzt mit seinen Tugenden dieses Kampfes. Aber so weit muss es natürlich nicht kommen, dass
ist er entsprechend versorgt worden in der Ringpause mit dieser bekannten Mischung aus Adrenalin und Vaseline im Verhältnis 1 zu 1. Schöne Rechte von Hoch. Nur so kann es noch gehen. Die 10. Runde. Einmal in seiner Karriere hat Lebedev diese bestritten. Eine 11. und 12. hat es für ihn als Profi noch nicht gegeben, als Amateur natürlich sowieso nicht. Und wenn er untergeht, ich erinnere nochmal an den Spruch von Uli Wegner, dann mit fliegenden Fahnen. Es wird langsam Zeit, die Fahne zu hissen. So zum Beispiel. Kann man auf jeden Fall schon sagen. 1:20 bleiben Marco Hook, um sich diese Runde zu sichern, die bisher aufgrund der größeren Aktivität eher bei Lebedev ist. Er will. Er riskiert mehr als Arthur Abraham. Das sieht man schon. Aber es reicht bisher nicht gegen diesen gefährlichen Mann. Da war das Trainkommando schon da, dann kam nochmal dieser Aufwärtshaken von Lebedev. Marco Hook antwortet mit der Rechten. Wieder keine Führhand bei Marco Hook. Noch 30 Sekunden. Lebedev hat jetzt auch nichts mehr zuzusetzen. Ist aber ein bisschen offensiver auch in diesem letzten Durchgang als Marco Hook. Versucht das Geschehen zu bestimmen. Jetzt nochmal der Weltmeister. Nochmal zugeschlagen und dann ist es vorbei. Ist durch das Urteil bestätigt. Michael Buffer. Judge Lagner Omar scores it. 115-113 for Hook. William Lurch scores it 116-112 for Lebedev. Manuel Oliver Palomo scores it 115-113 to the winner by split decision aus Deutschland. And still, WBO Cruiserweight Champion of the World, Marco. Den Gürtel und den Siegerkranz. Das ist ein echtes Weihnachtsgeschenk für Marco Hook und natürlich auch für seinen Trainer Uli Wegner. Und wenn Sie den beiden mal genau ins Gesicht schauen, dann sehen Sie auch, dass da nicht überschäumend gejubelt wird und abgefeiert wird. Dennis Lebedev versteht die Welt nicht mehr, versucht nochmal zu realisieren. Wie ist das möglich, dass mich einer 116, 112 vorne sieht und die anderen beiden 113, 115 hinten aus Sicht des Russen?